ganz herzlich willkommen zu Gut geortet, liebe Zuschauer. Ich spaziere heute durch Speyer und ich habe ein Ziel natürlich wieder mal. Ich möchte nämlich das neu eröffnete Jüdische Museum in Speyer besuchen. Da erwarten mich sicherlich sehr, sehr interessante Dinge, Fundstücke. Es gibt ja auch Ruinen der alten Synagoge und eine Mikwe. Kommen Sie doch mit, es wird sicher spannend. Im Mittelalter bestand in Speyer eine bedeutende und große jüdische Gemeinde, die zu den Gemeinden in Worms und Mainz eine enge Beziehung pflegte. So entwickelten diese großen drei zum Beispiel ihren eigenen Ritus. Schon im 11. Jahrhundert gab es in Speyer eine Synagoge. Die jüdische Gemeinde in Speyer hatte Handelsfreiheit, eine eigene Gerichtsbarkeit unter einem Rabbiner und das Recht, Grundbesitz zu erwerben. Die Schulen der Gemeinde entwickelten sich zu hochkarätigen Zentren der jüdischen Gelehrsamkeit in Europa. Und ich habe jetzt eine Dame an meiner Seite, die dieses Projekt sehr gut kennt, nämlich Mira Hofmann, Kulturwissenschaftlerin. Sie waren hier sehr involviert. Ja. Was war Ihre Funktion genau? Was haben Sie gemacht? Ich durfte das Museum einrichten, das heißt der Verkehrsverein, der Betreiber dieses Anwesens hat mich gefragt, ob ich nicht in Kooperation mit der Stadt und mit dem Historischen Museum und mit dem Verkehrsverein die Einrichtung des Museums übernehmen könnte. Und war das dann sozusagen Ihre erste Begegnung auch mit jüdischer Geschichte oder kennen Sie sich da sozusagen qua Ihrer Vorgeschichte als Kulturwissenschaftlerin schon gut aus? Sind Sie neu eingetaucht? Meine erste Begegnung war es nicht. Ich hatte schon mit der Ausstellung Europas Juden im Mittelalter schon ein bisschen mit dem Thema zu tun. Aber es ist auch nicht wirklich mein Spezialgebiet. Wie haben Sie dann hier angefangen? Was haben Sie gemacht? Also ich stelle mir das schwierig vor, das so aus dem Nichts aufzubauen. Ja, nichts, es gab ja schon einiges. Es gibt schon eine Vorgeschichte, die Objekte sind festgelegt. Ich habe mich mit dem Wissenschaftler, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt, mit dem Dr. Tronsee vom Historischen Museum, sehr eng ausgetauscht. Der hat auch das wissenschaftliche Konzept vorher erarbeitet. Und ich habe dann so in Zusammenarbeit mit den städtischen Mitarbeitern dann von allem versucht, das Beste zusammenzufinden. Wir gehen nachher übrigens noch rein natürlich, auch in die Ausstellung. Jetzt sind wir hier erstmal, ja, wie kann man das nennen, den Innenhof oder? Das ganze Areal heißt Judenhof, damit ist eigentlich das Gesamte bezeichnet. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Waren das auch so die Dimensionen, die es früher hatte? Man sieht ja jetzt hier noch einige Ruinen, man sieht jetzt hier auch einen kleinen Hof. War das so ähnlich von den Ausmaßen oder? War die Straße etwas anders vom Verlauf? Ja und nein. Die Straßen waren etwas anders. Dieser Teil ist neu, der ist modern, aber den ganzen hinteren Teil, den Sie sehen, der stand auch genauso im Mittelalter. Das heißt, das sind auch wirklich die Original-Ruinen. Da ist jetzt nichts nochmal so ein bisschen aufgebaut oder aufgepeppt, Disneyland-mäßig. Ja, gibt es ja alles. Ja. Deswegen frage ich so genau. Also, das sind noch die Original-Mauerreste. Genau. Was sehen wir denn jetzt hier? Also wir sehen hier einmal die Mauerreste von der Synagoge. Wie sie ist auf der Seite hier, ne? Genau. Wie sie im Jahr 1104 eingeweiht wurde, im Vordergrund die Männersynagoge. Später wurde im Hintergrund dann die Frauensynagoge angebaut. Dann auf der anderen Seite, da drüben unter dem Glasdach, sehen wir dann das Ritualbad, die Mikwe. Mhm. Das ist leider alles, was erhalten ist von diesem jüdischen Areal. Das war im Mittelalter wesentlich größer. Da gehörte noch eine Wohnbebauung dazu, wahrscheinlich eine Bäckerei, eine Metzgerei, eine Herberge, ein Waschraum, ähnliches, was alles so was zu einem Kulturzentrum dazu gehörte. Mhm. Aber das, was wir hier noch sehen, das ist original, ist eben die Synagoge und das Ritualbad. Gruppierte sich dann auch die Gemeinde um dieses, ich sag mal, Kulturzentrum, ist ja ein moderner Begriff, aber ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen. Gruppierte sich die Gemeinde drumherum? Also die haben auch alle hier gewohnt? Genau, die haben alle hier gewohnt. Wobei es nicht so ein abgeschlossenes Ghetto war, wie in anderen Städten im Mittelalter, sondern in Speyer war es ein bisschen lockerer. Also Christen und Juden haben sehr eng und auch freundschaftlich hier, nicht weit vom Dom entfernt, gewohnt. Wie kam das, dass das nicht so abgetrennt war? Wie kam das? Die Speyerer Juden standen wirklich unter dem Schutz des Bischofs. Und zu Zeiten, wo die in Gefahr waren, auch schon im 11., 12. Jahrhundert, sind sie dann von außerhalb von Speyer hier ins Zentrum gezogen. Das heißt also, ursprünglich waren sie nicht im Zentrum, sondern konnten sich dann auch hier frei ansiedeln. Ja, genau. Also wenn ich das jetzt aus Frankfurt mit Frankfurt vergleiche, da kenne ich mich ein bisschen besser aus.
Da gab es ja dann die Judengasse, wo dann dicht an dicht gedrängt die Juden leben mussten. Und die Gasse ist auch ganz schmal. Wenn man da drin steht, kann man sich gar nicht vorstellen, dass da die Häuser so hoch ragten. Muss sehr dunkel gewesen sein und düster und auch nicht sehr angenehm, einfach dort zu leben. Und die Tore wurden verschlossen. Also war das hier doch, wenn das so frei war, ein relativ privilegiertes Leben, sage ich mal. Ja, deswegen sind auch viele Juden im Mittelalter nach Speyer gekommen, weil es denen wirklich hier sehr gut ging. Nun, mit den engen Gassen, das war im Mittelalter, glaube ich, überall so. Egal, ob das jüdisch oder christlich oder sonst irgendwie war. Aber es wurde nicht zugemacht. Nein, genau. Also abends wurde zugemacht und auch an, ich glaube, an den Feiertagen wurde das geschlossen. Also es war schon dann teilweise ein bisschen gefängnisartig, das meine ich, was das betrifft. Man konnte nicht einfach frei raus und rein gehen. Ja, das war hier auf jeden Fall, haben die frei gelebt und sich auch frei bewegen können. Wann fing das denn eigentlich an mit der jüdischen Gemeinde in Speyer, würde mich mal interessieren. Das fing sehr früh an, schon im 19. Jahrhundert sind die ersten Juden an den Rhein gekommen und wir haben sogar das genaue Datum. Im Jahr 1084 hat der damalige Bischof von Speyer, der Bischof Rüdiger, die Juden wirklich nach Speyer eingeladen. Da sind auch einige von Mainz und Worms hierher gekommen, weil er ihnen besondere Privilegien versprochen hat. Zum Beispiel? Er hat ihnen erlaubt oder ihnen gestattet, Handel zu treiben, mit Gold und Geld zu handeln, sich frei zu bewegen, den Schiffshafen zu benutzen. Und er hat ihnen auch, so sagt er, aus seinem eigenen Besitz ein Areal zur Verfügung gestellt, wo sie wohnen konnten. Das war noch damals noch außerhalb der Stadt. Und auch ein Areal, wo sie ihren Friedhof errichten konnten. Also hat so den Boden bereitet. Ganz genau. Und dieses Angebot haben recht viele Juden dann wahrgenommen. Die haben gesehen, dass man in Speyer gut leben kann und sind dann hierher gezogen. Die kamen aber schon aus der Nähe, kann man das sagen? Doch, oder woher kamen die? Die kamen wohl vor allem aus der Nähe, aus den Umliegenden, auch aus Mainz und Worms, wie gesagt. Also kamen nicht irgendwie aus dem Ausland hierher gereist, sondern... Im Laufe der Zeit dann schon. Aber so eine jüdische Gemeinde braucht mindestens 10 männliche Mitglieder, damit sie überhaupt bestehen kann. Also das war das Wichtigste, dass erstmal der Anfang geschaffen wurde, durch dieses Privileg von dem Bischof. Und dann hat die Gemeinde sich sehr schnell entwickelt und ist dann von überall, sind die Leute hierher gezogen, um hier zu leben. Welche Motivation hatte denn der Bischof, die zu holen? Das ist eine gute Frage. Ging es mal wieder nur ums Geld? Ich fürchte ja, oder zum großen Teil, ja. Der hat einmal gesagt, er will das Ansehen der Stadt Speyer mehren durch die Juden. Durch das Kulturprojekt, was er hier gestartet hat. Und da ging es natürlich auch um Steuerzahlung. Ne? Ja. Aber auch um den guten Ruf, den Juden damals hatten. Das waren gelehrte, weise Menschen. Juden konnten alle lesen und schreiben. Das war bei den Christen gar nicht so der Fall. Und durch den Fernhandel, die Kontakte, die die mit anderen Ländern und Menschen hatte, kam halt auch sehr viel Wissen hier nach Speyer. Das wusste der Bischof und hat sich das zunutze gemacht. Gab es da auch einen Wissensaustausch mit den Christen? Weiß man was darüber? Wissensaustausch, sicher, wenn die gebildete Christen gefunden haben, mit denen sie sich unterhalten konnten, ganz sicher. Aber man weiß zum Beispiel, dass die Christen auf die medizinischen Kenntnisse der Juden gesetzt haben und das natürlich auch genutzt haben. Mhm. Also hatten Sie das, ich weiß nicht, ob Sie das erwähnt haben, gab es auch sowas wie ein Krankenhaus? Quasi so ein Spital? Das weiß man nicht, das gab es ja. Aber es gibt alles, was man nicht belegt hat oder nicht in der Quelle oder nicht als Gebäude gefunden hat, kann man nur spekulieren. Das ist gerade für die frühe Zeit sehr schwierig. Finde ich sehr interessant übrigens mit dem medizinischen Wissen, weil ja die Muslime auch der Zeit sehr voraus waren, beziehungsweise die Christen hinkten da wirklich hinterher. Genau. Und haben da sehr viel gelernt, auch von den Muslimen. Dann auch von den Juden, das wusste ich jetzt gar nicht so genau. Die hatten ja Kontakt zu den Muslimen durch die Handelsreisen und dadurch, dass die Juden auch mehrere Fremdsprachen sprechen konnten, hatten die manchmal den direkten Kontakt dazu und haben dieses Wissen dann auch vermittelt. Wobei die Christen ja manchmal, wie Sie sagen, doch sehr für sich waren und wenn man nicht lesen kann und keine andere Sprache spricht, ist das mit dem ungebildet. Austausch schwierig. Ja, einfach ungebildet und dann hat man auch nicht so die Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich glaube, was auch immer schwer vorstellbar ist für uns heute so, ist dieses starke Religiosität, dass man dann auch so darauf gesetzt hat, sozusagen der liebe Gott wird es schon richten. Das war ja sehr stark so die Haltung auch im Mittelalter. Also auch, dass Krankheiten kommen als Plage Gottes. Ja, ja. Und von daher, ja, einfach eine ganz andere geistige Ausrichtung. Das stimmt, ja. Was jetzt hier die jüdische Gemeinde selber betrifft, blieb man da unter sich? Oder wie war das so? Wie kann man sich das Alltagsleben vorstellen?
Also wurde ich schon öfter gefragt, und Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie den Menschen begegnet sind in der Innenstadt von Speyer, konnten Sie den erstmal nicht ansehen, ob das jetzt Christ oder Jude war. Das waren ganz normale Mitbürger, die hier gewohnt haben. Auch von der Kleidung, keine Kennzeichnung. Nein. Also das weiß also ich zum Beispiel auch, dass es in anderen Gemeinden in Deutschland... Aber später erst. Das gab es hier auch, aber erst ab dem 15. Jahrhundert. Wir reden ja jetzt vom 11. Jahrhundert da war das noch anders. Das Einzige, wo man es dran erkennen konnte, war, dass die, weil die durch den Handel reich geworden waren, sich... Pelz leisten konnten oder so. Ne? Der schicke Pelzmantel. Zum Beispiel. Aber sonst konnte man das nicht erkennen. Also die lebten ganz normal miteinander. Mhm. Wann kam eigentlich diese Kennzeichnungspflicht, wollte ich gerade sagen? Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. In Speyer hat das der Bischof auch festgelegt. Das war Ende des 15. Jahrhunderts. Da hat er festgelegt, dass die Juden einen gelben Kreis zu tragen hätten. Da wurden überhaupt sehr viele Einschränkungen gemacht. Die durften dann an bestimmten Feiertagen kirchlich nicht mehr das Haus verlassen, keine Geschäfte mehr mit Christen betreiben. Das gab es hier auch schon. Aber wie gesagt, im 11. bis 13. Jahrhundert war das hier sehr angenehm zu leben für die Juden. Was ist mit den orthodoxen Juden, die wir heute so als orthodoxe Juden kennen. Die erkennt man ja sofort an ihrem Outfit. Ja. Tragen diese Locken, die Männer, und man sieht es einfach, die dunklen Mäntel. Und gab es das damals auch schon? Oder ist das quasi Neuzeit, hat gar nichts mit dem Mittelalter zu tun? Auch wieder beides. Im Alltagsleben hat es damit nichts zu tun, wie Sie einem Pfarrer auch nicht ansehen, dass er irgendwie besonders christlich oder fromm ist. Aber sobald es in den Gottesdienst geht, dann natürlich ja. Dann ist sehr viel aus dem Mittelalter übernommen worden. Den Gebetsmantel, diese Zitzit oder auch die Kippa, das gab es im Mittelalter auch schon. Aber wirklich nur im rituellen Gebrauch, im Gottesdienst, also im Alltag weniger. Gebetsmantel, wenn Sie das vielleicht noch mal erklären, wenn Zuschauer das nicht wissen, was das ist? Das ist ein Gebetsschal, das ist ein bestimmtes Tuch, das man sich beim Beten eben umlegt. Mhm. Und was war das andere? Zit? Zitzit, das sind so Zipfel, die unter der Kleidung hervorschauen. Und das trägt man dann wann? Zum Gebet. Und hier hat man sich getroffen an Feiertagen beispielsweise? Genau, das war die Kirche der Juden sozusagen, die Synagoge. Wir können ja auch mal vielleicht hingehen. Ja, gerne. Mhm. Also das ist die Männersynagoge jetzt, ne? Der hat man Gottesdienste gefeiert, aber nicht nur. Das war, wie Sie sagen, wie man heute das Gemeindezentrum nennen würde. Hier haben auch Feste stattgefunden. In der Synagoge? In der Synagoge, genau. Ach so, ich dachte immer, das ist nur so ein religiöser Raum quasi gewesen. Das war natürlich der Hauptgrund, aber es war wirklich für die Gemeinde so eine Art Gemeindesaal. Warum ist das jetzt hier mit Glas überdeckt? Ja, man hat 2001 gab es hier noch einmal eine Ausgrabung, eine archäologische. Da hat man Reste des Fußbodens gefunden. Sie sehen da hinten, das sind so Sandsteinplatten. Die hat man versucht zu schützen durch diese Glasabdeckung. Ach so, also das ist dann quasi noch, sind Teile, Reste des originalen Fußbodens. Genau. War das so grob oder ist das nur die Unterlage für den? Das ist nicht mehr ganz so gut erhalten. Ich finde, da hinten sieht man es besser. Das sind diese Platten, die sind so rechtwinklig, fast quadratisch. Man kann nicht näher ran, hier ist das Seil. Ja. Ja, hätte man natürlich Lust, mal hinzugehen, mal zu gucken, wie es genau ausgesehen hat. Aber ich finde jetzt einfach so von den Ausmaßen, wenn man hier steht, das ist nicht so ein großes Gebäude. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt mir klein vor. Das ist nicht klein, das ist riesig. Das sind mehrere Meter hoch. Aber ich habe Sie gerade unterbrochen. Wenige tausend Menschen nur gelebt, alles zusammen, ne? Christen und Juden, vielleicht 4.000, 5.000 Menschen. Und davon waren, man kann das nur schätzen, wie viele davon Juden waren. Einige sagen 10%, das wären dann 400 Leute. Und die passen, fast alle hier rein. Hm, also ich finde das für die frühe Zeit, finde ich das ein sehr, sehr großes Gebäude. Gibt es denn da auch schriftliche Quellen eigentlich? Fällt mir gerade ein, wo Sie sagen, man weiß nicht genau, wie viele Leute das waren. Ist da so eine Art, sagen wir mal, Geburtsregister? Leider nicht. Also nichts, was wir wissen, das hätten wir gern. Die Zahlen hätten wir natürlich auch gern. Aus der frühen Zeit gibt es eben dieses Privileg von diesem Bischof, wo wir sehr glücklich sind, dass wir das haben. Es gibt auch irgendwelche Quellen über die Einweihung der Synagoge, deswegen kann man die so genau datieren. Aber jetzt, wie viel jüdische Menschen hier wirklich gelebt haben oder was die im Einzelnen gemacht haben. Wir wissen zum Beispiel, es muss eine Bäckerei gegeben haben oder eine Metzgerei. Das gehört zu einer jüdischen Gemeinde einfach dazu. Wegen das, der Speisegebote, ganz genau, wegen des koscheren Essens. Genau. Aber wo die jetzt genau waren, hat man bis heute nicht feststellen können. Mhm. Und das war eine große Halle? Das oder war da noch mal irgendwie so eine Art das war ursprünglich, Unterteilung? Man sieht es auf diesem Bild, das war die ursprüngliche, so sah es ursprünglich aus. Ach so. Eine große, einfache, schlichte Halle. Da sieht man auch den Fußboden ganz gut, wie man ihn sich vorstellen kann. Hm.
Und da wurde dann vorgelesen. Und das ist der Toraschrein. Das ist der Toraschrein, genau. Da wird die Tora aufbewahrt? Genau. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist da, wo die Tora-Rollen sind. Da kann Gottesdienst stattfinden. Das waren die ganz heiligen Schriftstücke. Die wurden besonders aufbewahrt und haben zum Gottesdienst aus diesem Toraschrein rausgenommen, auf die Beamer gelegt, wo sie dann der Vorleser. Auf die Beamer, nicht auf den Beamer? Nein. Auf die Beamer die oder Beamer. Das Lesepult einfach. Ach so, das ist das Lesepult. Ich wollte gerade nachfragen. Genau. Das kann ja kein Beamer gewesen sein. Hier sind wir jetzt im quasi Frauenbereich. Genau, das wurde angebaut. Das zeigt auch, wie groß und bedeutend die Gemeinde gewesen sein muss, dass sie sich einen eigenen Raum für die Frauen haben leisten können. Der ist fast genauso groß wie die für die Männer. Stimmt, das ist wohl wahr. Allerdings konnten die Frauen nicht direkt sozusagen über Blickkontakt teilnehmen am Gottesdienst. Richtig, sondern das war geschlossen, die Mauer war geschlossen. Und es gibt nur zwei sind noch übrig, solche Hörfenster nennt man die, wo die Frauen eben den Gottesdienst verfolgen konnten. Das ist aber wirklich ein sehr kleines Hörfenster, wenn hier jetzt, was weiß ich, 200 Frauen drin waren oder 300. Ich weiß nicht, wie die Tonqualität da war. Das weiß ich auch nicht, das müsste man mal versuchen. Aber es ging, so habe ich es verstanden, vor allem um die wenige Sichtkontakt. Nicht, dass die Frauen nicht rübergucken, sondern dass eher die Männer nicht abgelenkt wurden vom Gottesdienst. Ach, die Männer lassen sich immer so Natürlich. Leicht ablenken von den Frauen. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die ihren eigenen Gottesdienst hatten oder ob sie da immer zugehört haben. Ich weiß es gar nicht. Und wie Sie sagen, wenn 200 Frauen auf einem Fleck sind. Ja, ich stelle es mir nur gerade vor. Also selbst so wenn man vorstellen. Jetzt wirklich ganz leise ist, das ist ja wirklich nur gut. Was haben wir denn hier Schönes? Das sind spätere Einbauten. Als die jüdische Gemeinde dann aus Speyer sich so langsam zurückgezogen hat, hat die Stadt Speyer, denen gehörten diese Gebäude oder dieses Areal, die haben das umgebaut und als Zeughaus benutzt. Deswegen sind diese Einbauten, das hat mit dem Judentum nichts zu tun. Ach so. Das also waren eigentlich ursprünglich glatte Wände, kann man quasi sagen. Naja, so wie da oder Backsteinwände, so wie im oberen Bereich etwa. Und das hier sieht so aus, als ob man sich hier gemütlich niederlassen kann. War das auch schon da? Das war im Mittelalter sogar noch gemütlicher. Da waren Holzbretter aufgelegt, sodass es wirklich bequeme Sitzbänke waren, wo die Frauen dann auch sitzen konnten. Mit Polstern hoffentlich, wenn es Holzbänke waren. Das ist eine gute Idee. Das kann also nämlich sehr hart werden, stimmt. Wenn man lange auf... Davon ist natürlich nichts überliefert. Stoff oder so hat man leider nicht. Das hält nicht die Zeit. Aber ich finde es wahrscheinlich, dass man es sich auch damals bequem gemacht hat. Gibt es denn irgendwelche Zeugnisse aus der Zeit? Hat man da irgendwelche Funde? Wir haben ganz wenig Funde. Das zeige ich Ihnen nachher auch in der Ausstellung. Aber das sind tatsächlich Stein oder Metall. Also alles, was Holz oder Stoff oder sowas betrifft, hat die Jahrhunderte einfach nicht überlebt. Also es wurde dann später als Zeughaus benutzt. Wie kam es dazu eigentlich, dass die jüdische Gemeinde hier dann diese Synagoge nicht mehr genutzt hat? Was ist mit der Synagoge passiert? Ja, wir hatten schon kurz darüber gesprochen, das 11. bis 13. Jahrhundert war wirklich die Blütezeit für die jüdische Gemeinde. Das änderte sich dann, die Zeiten änderten sich. Die Pest brach auch Pestpogrom, die Juden wurden beschuldigt, auch verfolgt. Das passierte Sie wurden beschuldigt, dass sie die Pest ausgelöst ganz haben genau, quasi? Ganz genau. Also es als Sündenbock. Als Sündenbock. Irrational. Ja, eine Minderheit, die war schuld an allem plötzlich. Ne? Dazu kommt noch, dass viele Christen bei den Juden Schulden hatten, weil das waren ja die Geldverleiher. Ne? Und deswegen haben die sich gefreut, wenn man die eines Verbrechens beschuldigte. Damals war es halt noch nicht so ein Rechtsstaat wie heute. Und die wurden dann auch als schuldig erklärt und die Schulden wurden annulliert von den Christen und deswegen haben das dann auch alle mitgemacht. Das ist natürlich sehr bequem, sich dann seiner Schulden zu entledigen, kann man sagen. Wenn auch unfair. Es ist sehr unfair. Das war so der Anfang, 1349, dieser Pestpogrom und dann ging es eigentlich bergab. Und was heißt jetzt Pogrom genau? Also ich habe mal gelesen, dass es auch im Mittelalter schon zu wirklich Gewalttaten kam gegen Juden, dass jüdische Familien ermordet wurden in ihren Häusern. Malträtiert wurden und so weiter, vertrieben wurden. War das hier auch so in Speyer? Das war hier auch so wie über in allen Städten, wo Juden gelebt haben, zu bestimmten Zeiten. Das heißt also, das muss man sich unter Pogrom vorstellen. Da sind die Christen dann irgendwie bewaffnet hier eingedrungen? Ja, vor allem die Bevölkerung, die halt Schulden hatten. Also weniger Kaiser oder Bischof oder Höhergestellten, sondern wirklich die einen Grund hatten.
dazu. Genau. Wurde dazu, wie muss ich mir das vorstellen, aufgerufen? Hat dann jemand quasi den Vorrufer gemacht und hat gesagt, jetzt ziehen wir da hin und metzeln die mal nieder? Oder im Gegenteil. Also es gibt so ein Beispiel des Kreuzzugspogrom, das war etwas vorher, 1195. Da hat der Papst zwar aufgerufen, die Ungläubigen aus dem Heiligen Land zu vertreiben, aber einige sind dann auf die Idee gekommen, dass sie nicht so weit reisen mussten, sondern Ungläubige gibt es auch quasi im Nachbarort. Aber dazu gab es überhaupt keinen offiziellen Aufruf. Die haben das einfach missverstanden oder in ihrem Sinne umgedeutet. Sie wollten es vielleicht missverstehen. Und wie Sie schon sagten, Sündenbock oder eine Minderheit bietet sich halt immer an, um da den Frust auch loszulassen. Die Juden waren meist reiche Leute. Naja, irgendwas kann dann nicht stimmen. Und dann hat man die wirklich zum Sündenbock erklärt. Wie Sie sagen, hat die beraubt, verfolgt, hat einen Friedhof geschändet, hat die vertrieben. Wie hat die Obrigkeit reagiert? Am Anfang in Speyer noch sehr zum Schutz der Juden. Die Juden hatten schriftlich den Schutz sowohl des Bischofs als auch des Kaisers bestätigt. Also Kaiser Heinrich IV. Hat den Juden schriftlich niedergelegt. Er setzt sich für sie ein. Das hat er auch so umgesetzt. Und bei den ersten Verfolgungen die Täter bestraft. Auch aus dem Grund, weil ihm sonst die Steuerzahlungen der Juden entgingen. Erst, wie gesagt, also nicht aus reiner Menschenliebe sozusagen. Ja, das Urteil kann sich jetzt jeder selber bilden. Es hat sich erst im 14. Jahrhundert dann wirklich geändert. Da haben sich die Zeiten geändert und diese antisemitischen Stimmungen kamen immer mehr durch. Da hat auch der Kaiser oder der Bischof hat sich dann nicht mehr so auf Seiten der Juden gestellt, sondern die Täter gingen straffrei aus, die Schulden wurden annulliert. Wenig später gab es dann die erste Kennzeichnungspflicht. Es gab immer mehr Einschränkungen, Diskriminierung, Verkaufsverbote für die Juden. Und die hatten dann irgendwann keine wirtschaftliche Grundlage mehr in der Stadt und sind so nach und nach aus Speyer ausgezogen. Also durch die Diskriminierung? Quasi waren nicht mehr viele Möglichkeiten. Genau. Weiß man, wo die hingegangen sind? Das verliert sich so ein bisschen. Das war auch in allen anderen Gemeinden war das so. Und das verliert sich dann so ein bisschen im Lauf der Geschichte. In allen anderen Gemeinden, dass in Deutschland, dass sie weggezogen sind, dann um die Zeit? Um die Zeit. Also wann war das? 1349 kann man so als Anhaltspunkt nehmen, weil da dieser Pestpogrom ausgebrochen ist. Aber so die 100 Jahre danach oder 150 Jahre danach ging es dann stetig bergab. Und von Speyer ist es so, dass um 1500 ist kein Jude mehr nachweisbar. Man kann da jetzt kein Ereignis festlegen oder nicht sagen, von heute auf morgen sind die alle auf einmal weg, sondern das löst sich peu so à auf. Peu à peu. Die ziehen dann halt einfach woanders hin, nach Straßburg oder wo es halt ein bisschen besser für die war, wo sie bessere Geschäfte machen konnten. Es gab ja auch, glaube ich, immer, das war so auch in der Tradition, dass es viele internationale Verbindungen gab zwischen den Familien. Genau. Also von daher hat man sich wahrscheinlich auch schlau gemacht, wo kann ich besser leben? Ja. Und ist dann dahin gegangen, ganz genau. Vermutlich. Und dann ist das Areal ist halt in städtischen Besitz übergegangen um diese Zeit und die Stadt hat das dann zum Zeughaus umgebaut, wo sie ihre Waffen gelagert hat. Wir können uns nachher auch noch mal eine Karte angucken, wie die, wo die Juden gelebt haben in Speyer. Das ist drinnen im Museum. Aber was ist eigentlich mit dem jüdischen Friedhof passiert? Ja, davon haben wir leider heute überhaupt nichts mehr. Wir wissen zwar, wo er lag, aber der Ort selber, da findet sich gar nichts mehr. Um diese Zeit, als die Juden aus Speyer weggezogen sind, wurde auch dieser Friedhof an Christen verpachtet, als ganz normale Grundstücke. Und die haben das auch als Grundstück benutzt, also als Acker oder was weiß ich. Und die Steine, die sie gefunden haben, das war für die preiswertes Baumaterial. Das hat man dann Anfang des 20. Jahrhunderts in Brücken in Speyer gefunden, in der Stadtmauer zum Beispiel oder in öffentlichen wie auch privaten Gebäuden. Und davon haben wir einige Grabsteine, die können wir uns nachher auch anschauen. Aber der Friedhof selber, man weiß ungefähr, wo er lag, aber ganz anders als in Worms zum Beispiel, da gibt es den ja noch. Da gibt es einen wunderschönen Friedhof, den habe ich auch schon mal besucht. Lohnt sich übrigens, sich den mal anzuschauen. Waren Sie schon mal dort selbst? Ich selbst war noch nicht, also musste unbedingt nachholen. Ja, kann ich Ihnen nur empfehlen, weil es ist sehr spannend, deshalb, weil man ganz alte Gräber sieht und dann entwickeln sich die Gräber auch so mit den quasi mit den christlichen Grabstätten auch zusammen. Also man verändert die dann auch, nicht mehr so viele hebräische Inschriften, deutsche Inschriften und auch die Grabkunst verändert sich. Das ist sehr interessant zu sehen, einfach, also wie sich da die Kulturen auch durchdrungen haben oder die Religion sich auch da geöffnet hat. Ja. Spannend. Das glaube ich. Weil eine Zeitreise ist das, richtig, ja.
Für die Juden ist der Friedhof ist ein Haus der Ewigkeit. Für die Juden ist ein Friedhof auf die Ewigkeit angelegt. Also ganz anders als bei den Christen, wo nach 30 Jahren die Gräber eingeebnet werden, man sie neu besetzen kann, ist das bei den Juden eigentlich anders. Und so wie der Wormser Friedhof sollte eigentlich jeder jüdische Friedhof sein. Das ist aber nicht so. Da ist aber keinen gibt, der da irgendwie noch Beziehungen hatte, sozusagen, wird es auch nicht mehr. Manchmal werden ja alte Friedhöfe dann auch noch besucht. Da wird ja dann auch manchmal so ein Stein abgelegt. Ja, bei den Juden, die machen das. Die bringen keine Blumen mit, sondern die legen zur Erinnerung, dass sie da waren und der Toten gedacht haben, einen Stein obendrauf. Genau. Also das gibt es auf jeden Fall hier nicht mehr. Nein, leider nicht. Wie ist es heute mit einer jüdischen Gemeinde in Speyer? Es gibt wieder eine jüdische Gemeinde. Nach dem Ende des Kalten Krieges haben sich vor allem aus dem Osten sind Juden hierher gekommen. Die haben sich hier angesiedelt, haben eine jüdische Gemeinde gebildet. Und auch in Speyer wird wohl dieses Jahr im Laufe des Jahres eine neue Synagoge auch wieder neu eingeweiht werden. Das heißt, ein neues, ja, wie soll ich sagen, neues Leben entsteht. Genau. Jüdisches Leben. Und das finde ich auch ganz schön, dass eben nicht alles vorbei ist, sondern dass es immer wieder weitergeht. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass dieses Zeughaus dann zur Ruine wurde? Ja, das war nicht nur bei diesem Gebäude so. Ganz Speyer ist 1689 komplett zerstört worden im sogenannten Pfälzischen Erbfolgekrieg. Dazu gehört auch dieses Gebäude, einigermaßen also mit dem Dach zumindest, das ist zerstört worden. Und danach hat man Wohngebäude eingebaut. Also das wurde dann ganz normal als Siedlungsfläche verpachtet und verkauft. Mhm. Man sieht da auch noch einen Restmauer, da sieht man, das ist 1899 entstanden, dass ein Wohnhaus in dieses Areal der Synagoge gebaut wurde. Das mit den Fensterläden? Genau, das ist neu. Ach so, ja, sieht auch neu aus. Ne? Auf jeden Fall. Ja, Frau Hofmann, wollen wir mal reingehen oder gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Es gibt noch was ganz Spannendes, was wir noch nicht gesehen haben, die Mikwe. Die wollte ich eigentlich an den Schluss stellen, ja, wenn es Ihnen recht ist. Natürlich. Wäre das okay? Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und gucken uns mal das Museum an. Man sieht hier das Gewirre der mittelalterlichen Gassen. Ich finde das ganz faszinierend, dass man sich hier so einen Überblick verschaffen kann, wie Speyer mal ausgesehen hat, Frau Hofmann. Ist das sehr exakt oder so ein bisschen frei Schnauze rekonstruiert von den Historikern? Es ist schon so, wie man sich das mittelalterliche Speyer vorstellt und auch vorstellen kann. Aber es war keiner damals dabei und hat das wirklich so aufgemalt, wie wir das heute von Stadtplänen gewohnt sind. Von daher ist auch immer viel Interpretation dabei. Wie rekonstruiert man sowas? Das ist gerade in Speyer ein bisschen schwierig, weil die Stadt wurde, wie gesagt, komplett zerstört. Man hat eigentlich nur noch die Keller und einige Straßenzüge. Und das andere, es gibt einige Stiche oder Ansichten von Speyer. Das gibt es zwar schon, aber das ist immer aus einer Seite oder ein bisschen geschönt. Von daher muss man sich dann überlegen, wie es ausgesehen haben könnte. Jetzt stand ich ja schon in der Straße vorhin, und also wo der Eingang ist, hier zum Museum. Die heißt aber hier auf dem Plan anders. Hier ist das die alte Judengasse. Genau. Heißt heute nicht mehr so. Warum? Das weiß kein Mensch. Doch, das ich überlege nur gerade. Die wollte heute, sie nicht aufs Glatteis führen. Heute heißt es Kleine Pfaffengasse, weil es dieser Bereich um den Dom rum gehörte dann später zu allen Leuten, die mit dem Juden, mit dem Dom zu tun hatten. Und es ist ja auch in unmittelbarer Nähe hier zum Dom. Hier kann man das wirklich gut sehen. Ich finde das auch schön, dass man da so drüber laufen und da sozusagen begehen darf. Der Dom, der Domplatz und dann zweigt da direkt die Judengasse, also die alte Judengasse, ab und dann hier dieser Bereich Judenhof. Wie kam das, dass das so nah war? Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass man vielleicht das lieber so ein bisschen weiter weg gehabt hätte. Ich weiß schon, der Bischof war freundlich gesinnt den Juden, aber das ist ja nun eine sehr große Nähe, würde ich mal sagen. Ja, wobei man auch sagen muss, zu der Zeit, 11. 12. Jahrhundert, war Speyer noch ein bisschen kleiner. Also wir sehen jetzt eher das Spätmittelalter, auch mit den ganzen Vorstädten schon dabei. Die Stadt selbst war also selbst nicht riesengroß. Das heißt, viele Möglichkeiten gab es dann nicht, wenn man in der Stadt und nahe beim Dom sein wollte. Und natürlich kommt hinzu, dass die Juden da gelebt haben, wo das tägliche Leben stattfand, also wo auch die Märkte waren, wo sie ihren Handel treiben konnten. Wo das Leben getobt hat. Genau. Das war einfach das Stadtzentrum. Wo man was unternehmen konnte. Ich gucke jetzt gerade noch mal hier drüber. Marktplatz, klar, kennt man in Speyer. Und ganz da oben ist dann, das ist aber dann schon wahrscheinlich außerhalb gewesen, ja, der Friedhof, quasi oben links.
Ja, natürlicherweise. Friedhöfe sind normalerweise ein bisschen außerhalb. Das heißt, bei den Christen aber auch nicht immer. Da waren ja die Friedhöfe oft um die Kirchen rum. Genau. Aber in diesem Fall nicht, dass er um die Synagoge rum war. Ist das eine andere Tradition bei den Juden oder war das einfach, weiß man auch nicht, warum es so weit weg war? Doch, das war die erste Siedlung, war auch weiter, also war außerhalb der Kernstadt. Als der Bischof die Juden eingeladen hat nach Speyer, hat er ihnen ein Gebiet zugewiesen oder verpachtet, und das lag nun mal da oben, weil das war im Besitz des Bischofs, das hat er übrig, das hat er den Juden gegeben. Und in der Nähe von der alten Siedlung haben die den Friedhof angelegt. Diese alte Siedlung ist aufgegeben worden, weil in der Nähe vom Bischof war es halt sicherer. Dann sind fast alle Juden im Laufe der Zeit ins Zentrum gezogen. Den Friedhof haben sie aber nach wie vor da an der alten Ort und Stelle belassen. Das heißt, Deswegen ist das so ein bisschen auseinander. haben wirklich sicherer, also auch die räumliche Nähe Ja, war in dem Fall natürlich. wichtig. Ja, es gab zu einem Pogrom, hat der Bischof sogar die Juden zu sich in den Bischofspfalz geholt. Die war direkt am Dom, um Wo die zu war schützen. die? Wo Die kann muss ich mir hinter die? dem Dom gewesen sein, Also im vielleicht Norden irgendwo irgendwo. hier, Ja, genau. da wo Nikolausturm steht vielleicht. Ein bisschen näher am Dom sogar noch dran, aber in diesem Bereich war die Ach Bischofspfalz. so, also dann war das wirklich wichtig, dass man schnell zur Stelle war, falls irgendwas passiert ist und nicht Ja. irgendwie noch weit laufen musste. Genau. Das war auch der Grund, die Sicherheit, warum die Juden von da oben nach da unten gezogen sind. Diese Stadtmauer, gab es die auch schon im frühen In, Mittelalter? ja, in Teilen sicher. In Teilen gibt es die seit dem 10. Jahrhundert. Die wurde dann mehrfach erweitert, und den Stand, den wir hier sehen, das ist so spätes Mittelalter, wo die ganzen Vorstädte mit den ganzen vielen Türmen und Toren auch schon Also hier zum integriert Beispiel sind. Kühtor, dann da oben gibt es einen Lauerturm. Gibt es das heute noch? Die Lauerturm. meisten Türme gibt es nicht mehr. Was es gibt, noch Judenturm. gibt es sogar auch, genau. Ja, den gibt es noch. Den gibt es nicht mehr, nein, Nein, den den gibt gibt es es nicht, nicht. aber es wurde ein Turm so genannt. Genau. Judenturm, Bäckerturm, Weidentor, die ganzen Tore, Was es heute noch gibt, Wunderturm. ist das Altpörtl, das Ja, kennt man noch, bekannt. und das Heidentürmchen. Das sind fast die einzigen hinterm Dom. Das sind fast die Heidentürmchen. einzigen, die man heute noch so sehen kann. Auch sehr schön. Der Stadtplan, es ist natürlich, es ist nicht eine Momentaufnahme, so sah es im Jahr 1084 aus oder im Jahr 1195, sondern es fasst schon so ein bisschen zusammen. Also auch die späteren Stadtmauern mit dem ersten Judenviertel, damit man einfach den Überblick Weil sie hat. ein bisschen unscharf in die Zeit gedacht. Ja, Mehrere Schichten übereinander, genau. dass man sich so. Aber ich finde, man kann sich schon ganz gut vorstellen, so grob, wie es aussah. Also ich finde das zum Beispiel sehr erstaunlich. Hätte ich jetzt nicht vermutet, dass da so eine große Nähe ist zwischen dem Bischofssitz und dem Viertel, wo sich hauptsächlich die Juden aufgehalten haben, beziehungsweise gewohnt haben oder ihr Zentrum hatten. Was wir auch versucht haben, ist, sie sehen, dass die Häuser dunkelrot eingefärbt sind, von denen wir wissen, dass sie im jüdischen Besitz Ach waren. so, da Aber das hat gibt's sich schon. auch geändert. Weil von einigen weiß man es durch irgendwelche Besitzurkunden oder Aufzeichnungen. Aber weil sich das auch geändert hat und die Nachbar an Nachbar wohnten und einige Juden weggezogen sind, andere dafür dahingezogen sind, haben wir den ganzen Bereich so leicht eingefärbt. Jetzt ist hier auch gleich schon ein Schatz, kann man sagen, Ja, oder? Ein Schatz zu sehen, ganz viele Münzen. Sind das Silbermünzen? das sind Also Silbermünzen. richtiges Silber hat die Zeit so überdauert. Ja. Wo kommen die her? Die haben die Zeit nur deswegen überdauert, weil es ein Unglücksfall war. Und was heißt ein Unglück? Das war zu einer schwierigen Zeit für die Juden. Man kann die Münzen um das Jahr 1350 datieren. Und die sind vergraben worden, zusammen mit Silbergefäßen. Man kennt das auch von anderen Städten, von Colmar zum Beispiel, sodass man vermuten kann, dass dieser Schatz einem Juden gehörte. Der war auf der Flucht vor plündernden Speyerern, die ihn verfolgen wollte. Er hat alles an sich genommen, mit sich genommen, was er tragen konnte. Er hat unterwegs sein ganzes Hab und Gut vergraben. Ist dann weitergeflohen Richtung Germersheim, da war es sicherer. Offensichtlich kam er nicht mehr dazu, seinen Besitz wieder an sich zu nehmen. Deswegen hat man das dann später wieder ausgraben können. Wo war das In der Nähe gelagert? von Lingenfeld, auf der Straße von Speyer nach Germersheim. Okay. Deswegen heißt das der Schatz von Lingenfeld. Wie hat man das denn gefunden? Das war Zufall. Das haben Bauern oder bei Straßenarbeiten, glaube ich, oder sowas hat man das gefunden. Das war für uns ein glücklicher Zufall, für den Besitzer damals sicher nicht, weil das ein großes Unglück. Ja, und vor allem derjenige, der es gefunden hat, hat es auch abgegeben. Das ist ja auch. Ja, zum Teil. Am Anfang nicht. Der Der hat sich Schatz ein war bisschen. vielleicht größer Genau, ursprünglich, der oder? Schatz war ursprünglich größer, Vielleicht ganz gab es noch ein genau. paar Goldmünzen. Was mich wundert ist, die Münzen sind so platt, also so dünn. Und unsere heutigen Münzen
Die sind ja so dick. Ja, aber ich habe auch schon mal so römische Münzen gesehen, die waren auch dick. Aber unsere heutigen Münzen sind ja eher das Material nicht wert, aus dem sie gemacht sind. Das war damals etwas anders. Die hat man damals gewogen und die wurden nach dem Material bestimmt. Deswegen sind die so dünn. Mhm. Also sind die wert, also der Wert an sich ist die Münze quasi. Ja. Von daher. Und das sind, waren einfach auch Gegenstände, die wertvoll waren. Wollte er anstatt Banknoten bringen. Hatten die damals Silbergefäß mit Gold verziert. Ist halt auch, kann man schnell eintauschen, ist viel wert. Ganz interessant, das linke, das sind sogenannte Speyerer Heller. Und wenn Sie genau hinschauen... Mit ausgefranstem Rand. Ja, das passiert. Und man sieht den Dom auf der einen Seite und auf der anderen Seite das S für Speyer. Tatsächlich. Also es ist kein S. Es gibt kein jüdisches Geld, spezielles jüdische Geld, sondern das war das Geld, was hier im Umlauf war. Gab es das denn? Nein. Nee. Nein. Aber also ja, genau. So sah das Speyerer Geld aus. Genau. Klein und handlich und dünn. Ja, bei mir ist immer das Portemonnaie total dick mit diesem Kleingeld. Ich würde das mal loswerden. Also das wäre mal eine Alternative. Finde ich ganz praktisch. Wo gehen wir jetzt hin, Frau Hofmann? Vielleicht gehen wir in den Raum, wo wir noch einige Objekte zu der Synagoge haben. Dann machen wir das. Frau Hofmann hat mir versprochen, dass es hier eine Goldmünze gibt. Ja, zwar nur eine, aber immerhin. Das ist auch was ganz Besonderes. Da ist sie. Genau. Ich sehe eine Figur. Sieht aus, als hätte sie einen Heiligenschein um sich herum. Kann das sein? Oder interpretiere ich da jetzt was rein? Was ist das für eine Figur? Wissen wir das? Das wissen wir, wenn wir hier nachlesen. Da steht das nämlich alles. Johannes der Täufer ist es. Das ist der Schutzpatron der Stadt Florenz. Mhm. Deswegen wissen wir auch, wo dieser Goldgulden heißt, der herkommt. Ach so, also sozusagen eine Fremdwährung. Ja, was war damals ganz typisch und zeigt auch, dass die Juden wirklich international im Geldgeschäft tätig waren. Mhm. Ach so, das heißt also, man hat da nicht das Geld getauscht, sondern hier auch verwendet? Nee, man hat das Geld schon getauscht und zwar bei den Juden. Also wenn jemand mit einer anderen Währung kam und wollte in Speyer was einkaufen, ist er zu den Juden gegangen, um das Geld zu wechseln. Also wie bei einer Bank? Wie bei einer Bank, genau. Und hat damit es dann gegen Speyerer Geld eingetauscht genau. Konnte es auch wieder zurücktauschen, wenn man wieder zurückgereist ist, oder? Oder hat es dann vor Ort wieder umgetauscht. Und das hat man in der Synagoge gefunden, bei Ausgrabung. Das hat mit dem Gottesdienst nichts zu tun. Das hat wohl ein jüdischer Geldwechsler oder Kaufmann verloren während des Gottesdienstes. Eine Goldmünze. Das der hat sich geärgert. Ja, das kann ich man kann vorstellen. Es ungefähr vergleichen mit einer 500-Euro-Note vielleicht. Also es ist richtig viel Geld, ja. Oh, da hat er gesucht zu Hause. Bestimmt. Da möchte ich nicht dabei gewesen sein. Jetzt gibt es hier noch so eine schwarze Münze. Ist das auch eine Münze? Ja, das ist eine Silbermünze. Ach so, die ist nur schwarz angelaufen. Genau. Ist das wieder unsere Speyerer Münze? Das ist eine andere diesmal. Und zwar ein Straßburger Lilienpfennig. Genau. Steht nämlich auch daneben in der Erklärung. Kann man hier alles schön nachlesen. Man braucht nicht unbedingt eine Führerin sozusagen wie Sie, sondern man kann sich ja auch alleine durchbewegen. Ja. Haben Sie ja so angelegt auch. Und dann gibt es hier noch ein paar Kacheln. Ja, die stammen aus der Frauensynagoge, hat man auch dort gefunden. Man muss sich vorstellen, dass ursprünglich der gesamte Fußboden so ausgelegt war. Mehr hat man nicht gefunden, weil beim Umbau zum Zeughaus sind die Kacheln verschwunden. Das sind die Reste, die man gefunden hat, also die auch noch einigermaßen erhalten sind. Die Männer hatten übrigens nicht so einen schönen Fußboden. Brauchen die ja nicht, die hatten ja den Gottesdienst. Die Frauen haben sich an den Kacheln erfreut, das ist so meine Theorie. Okay. Schöne Kacheln, angenehme Bänke mit schönen brokatenden Sitzkissen und dann hat man im Hintergrund so ein Gemurmel gehört, die Männer haben da ihr Ding gemacht und man hatte eine gute Zeit. Nein, ich weiß es nicht, das war jetzt einfach so eine Theorie von mir. Hier sind jetzt so Figuren abgebildet, weiß man was zu diesen Figuren? Ja, es hat überhaupt nichts mit dem Judentum oder mit der Religion zu tun. Ganz ähnliche Kacheln hier mit einem stilisierten Greifen oder mit so einer Kreuzblume oder auch mit einer Lilie hat man zum Beispiel auch auf Ritterburgen gefunden oder in reichen Privathäusern. Das heißt, es war der Zeitgeschmack, es war nichts Religiöses. Dann hat es einfach schön ausgestattet. Genau, was auch wieder zeigt, wie reich die Gemeinde gewesen sein muss. Mhm. Und die haben keinen Holzschuppen dahingestellt, sondern, wie Sie sagten, mit Provokatkissen und schönem Fußboden und allem drum und dran. Die Kacheln hat man dort gefunden oder irgendwo? Nein, dort. Deswegen kann man sie auch nur zuordnen, sonst wäre es wahnsinnig schwer gewesen. Ach so, weil es nicht spezifisch religiös jetzt zu einer Synagoge oder so gehört. Wie ist es jetzt mit diesen Fundstücken? Also ich nenne mal Fundstücke, aber mit diesen Stücken. Ja, die stammen auch aus der Synagoge, und zwar aus der Männersynagoge. Die kann man auch ins Jahr
1104 datieren, also zur Entstehungszeit der Synagoge. Die wurden in die Wand eingebaut, wurden erst rausgenommen, als die moderne Wand, dieses moderne Haus da eingebaut wurde, das hatten wir auch schon gesehen, und wurden dann im Museum zwischengelagert und sind jetzt erst wieder hierher zurückgekommen, zumindest in die Nähe des ursprünglichen Verwendungsortes. Und wusste man gleich, wo die herkamen? Man hat sie aus der Wand ausgebaut. Als man das neue 1899 hat man ein Haus reingebaut und hat dabei diese Fenster aus der Wand rausgenommen. Das heißt, das Bewusstsein war schon da, man hat es nicht irgendwie vergessen, woher diese alten Steine da kamen, sondern... Nee, es muss jemand wirklich auch darauf geachtet haben, dass man eben diese Fenster da rausnimmt, damit sie nicht geschädigt werden. Mhm. Man sieht auch an denen ganz schön, wie der Zahn der Zeit sozusagen an denen nagt. Warum? Das Schwarze sind Brandspuren. Wollte ich gerade fragen, das Schwarze, was ist das? Das sind Brandspuren, das muss von dem Stadtbrand 1689 wahrscheinlich noch stammen. So, okay. Also Glas oder sowas gab es damals noch nicht? Doch, oder? Gab es schon. Ja? Wenn Sie mal nach hinten gucken, was die Besucher eigentlich nicht machen, ne? Werden Sie hinten so Vertiefungen sehen. Da war der hölzerne Fensterrahmen befestigt und natürlich muss dieses Fenster, sonst macht es ja keinen Sinn, auch mit Glas irgendwie geschlossen sein. Aber davon ist nichts mehr erhalten. Schauen Sie mal. Ja. Wo sind die? Ah ja, tatsächlich. Da sind Vertiefungen. Interessant. Und was war das für Glas? Hat man da irgendeine Idee? Überhaupt nicht. Überhaupt wie nicht. Das ausgesehen haben könnte? Also wenn dann sehr kleine Flächen, ob sie bunt waren oder einfarbig. Also sicher nicht so, wie wir uns heute Fensterscheiben vorstellen. So ein bisschen gröber, ein bisschen kleiner. Also ein bisschen wie in der Kirche aus der Zeit vielleicht? Ja, aber aus der Zeit werden Sie, also 1104 werden Sie keine Kirchenfenster finden oder nicht viele. Das ist wahnsinnig schwierig, genau zu sagen, so sah es aus, weil keiner von uns war dabei und hat es gesehen. Ich habe nur mal so ein römisches Glas gesehen, das war leider in 1000 Teile zerfallen und beobachtet, wie die Archäologen das da zusammengesetzt haben, also die darauf spezialisiert sind. Das war hochinteressant, hochspannend, ist klar, aus der Zeit ist ja ein ganz fragiles Material, ja. Erhält sich nicht gut. Genau. Aber klar, die hatten Glas. Glas war wahrscheinlich sehr kostbar auch. Ja, also die Alternative bei Stadthäusern war das mit Leintüchern einfach zuzumachen oder Fensterlehnen, also kommt fast kein Licht durch, oder auch mit Tierhäuten, mit Pergament dann zuzumachen. Das zog aber dann, oder? Erstens zog es, zweitens war es nicht besonders hell. Ach ja, stimmt. War es halt auch nicht. Ne? Aber das war auch nicht besonders hell, so kleine Fensterchen. Da haben Sie recht, ja. Naja, bisschen duster. Ein bisschen duster. Es gab ein bisschen Schutz und... Nicht mit unserer Doppel- und Dreifachverglasung nee. Zu vergleichen. Nee. Obwohl die dicke kommt schon fast hin. Hier sehen wir nochmal. Das ist auch Rekonstruktionsversuch. Da hat man das übereinander gelagert, die Computerrekonstruktion über ein Foto, so wie das heute sich zeigt. Die Wand haben wir vorhin gesehen, als wir in der Synagoge standen. Mhm. Und hier sind die beiden Fenster da jetzt so reingebaut. Das sind diese beiden Fenster. Und hier sehen wir auch nochmal das Lesepult in der Mitte und den Fußboden von der Männersynagoge, der nicht so schön war wie der bei den Frauen. Gibt es denn heute manchmal auch noch jüdische Besucher, die sich für diese historischen Stätten hier interessieren? Sehr. Die hierher kommen? Wirklich sehr. Also ja? Auch aus Israel sogar. Aus Amerika kommen sehr viele hierher, weil der Speyerer Judenhof ist mit das besterhaltene Areal nördlich der Alpen. Also die Mikwe, sowas Vergleichbares gibt es überhaupt nicht mehr. Also es ist was ganz Besonderes in Speyer. Interessant, dass nicht alle Speyerer das kennen oder einige wissen das, aber wenige machen sich auf den Weg, wirklich das hier jetzt kennenzulernen. Aber von der ganzen Welt kommen Leute, die sich dafür interessieren, wirklich nach Speyer, um diese Städte, geschichtsträchtige Städte wirklich live zu erleben. Da ist es doch schade, dass der Friedhof nicht mehr erhalten ist, aber hier... sehen wir so einen Versuch, wie der Friedhof ausgesehen haben könnte. Das ist jetzt Worms. Ja, den haben wir einfach hier reingehängt, damit man, wie Sie sagen, sich ein Bild machen kann, wie vielleicht auch einmal der Speyerer Friedhof aussah. Bestimmt nicht so groß, aber in der Art ähnlich. Die, das haben Sie vorhin schon gesagt, die Grabsteine hat man dann gefunden. In Brücken, in Gebäuden eingebaut waren die? Bei diesem kann man es zum Beispiel ganz gut nachvollziehen. Das ist der älteste, den wir haben, 1112. Wenn Sie dran denken, 1084 sind die ersten Juden nach Speyer gekommen. 1112, der muss aus der Generation oder einer später gekommen sein. Grabstein des Isaak. Man sieht, dass hier quer durch die Inschrift ist der Stein zerschlagen. Der war als Trittstufe in eine Wendeltreppe eingebaut und dieser Mittelpfosten, der war hier. Also man hat sich nicht gescheut, die zurechtzuschlagen. Zum Glück war die Trittfläche auf der anderen Seite, sodass die Inschrift nach unten war. Deswegen ist sie heute noch erhalten. Das kann man auch noch
Also könnte man lesen, wenn man die Schrift, ist das eine aktuelle Schrift oder hatten die ich damals nicht andere? Lesen, Hebräisch. Aber es gibt andere Leute, die das können und wir haben die Übersetzung auf dem Objekt. Wahrscheinlich auch so ein Althebräisch. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung von der Sprachentwicklung der hebräischen Sprache. Weiß man etwas über den Isaak? Stand da so eine Art Lebenslauf drauf? Also bei uns, bei unserem christlichen Grabstein ist das ja manchmal so gewesen, dass dann auch die Taten sozusagen da verewigt wurden, wofür derjenige berühmt war, vielleicht auch berüchtigt unter Umständen. War das bei den jüdischen Grabsteinen dann auch so? Ja, da haben wir hier drüben vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Das ist der Grabstein des Baruch, sieht unspektakulär aus, aber das die Inschrift sieht aber aus, als ob da ein ganzes Buch geschrieben ist. Meine Güte, was hat denn der Herr Baruch alles gemacht? Der hat auch viel erlebt. Er hat den Pestpogrom von 1349 nicht nur miterlebt, sondern er hat verfolgte Glaubensbrüder bei sich aufgenommen, die versorgt mit Essen und Getränke. Und das wird in diesem Grabstein erwähnt. Also die zur Zeit des Zorns heißt es da, die bei sich aufgenommen hat. Zeit des Zorns. Ja, eine poetische Ausdrucksweise für eine schreckliche Zeit natürlich. Ja. Und kam er aus Speyer, weiß man das? Da er in Speyer beerdigt wurde, gehe ich mal davon aus, was ich besonders interessant finde, dass er eben nicht geflohen ist, oder vielleicht schon für eine Zeit, aber er ist zumindest nach Speyer wieder zurückgekommen, weil er ist ja in Speyer bestattet worden. Ja genau, ich habe mich nämlich gerade gefragt, wenn er da verfolgte jüdische Mitbürger aufgenommen hat, kann er ja nicht hier gewesen sein, oder? Sonst hätte er ja... Also ich vermute, dass er zu der Zeit, wo das akut und gefährlich war, sich auch in Sicherheit gebracht hat. Aber wie gesagt, er ist wieder nach Speyer zurückgekommen. Was zeigt, dass diese Verfolgung nicht alle Juden vertreiben konnten. Er war ein Held. Für die Juden, ja. Für die Juden war er ein Held, weil er sich gekümmert hat und da einfach Unterkünfte geschaffen hat. Ja. Da sehen wir jetzt noch einen Grabstein mit, wie ich finde, einer sehr schönen Verzierung. Die Dame heißt Blume, der dieser Grabstein gehört. Und das ist auch eines der frühesten Beispiele, wo wirklich so eine Verzierung dargestellt ist. Das Interessante ist, die Juden haben diese Grabsteine nicht selber hergestellt, sondern die wurden von Christen hergestellt. Aber wie konnten die dann diese Inschriften meistern, wenn sie die Sprachen nicht konnten? Genau, die haben eine Vorlage bekommen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssten das so abschreiben. Wir haben schon einige erzählt, da stimmt aber was nicht. Der Buchstabe ist verdreht oder das Wort stimmt nicht so ganz. Und das ist ganz erklärlich, wenn das Christen wirklich gearbeitet haben. Ach, deshalb. Aha, sonst hätte man da quasi so einen eigenen Steinmetz, sag ich mal, ausbilden müssen. War den nicht erlaubt. Also den Juden war erlaubt, es wird ganz klar gesagt, Geld zu treiben, Geld zu wechseln, Handel zu treiben. Aber ein Handwerksberuf, also einen Handwerksmeister auszubilden, war ihnen nicht erlaubt. Deswegen ist auch die Synagoge, die wir eben gesehen haben, nicht von Juden erbaut worden, sondern von Christen. Und zur gleichen Zeit ist der Dom umgebaut worden, also liegt es nahe, dass christliche Handwerker, die auch am Dom gearbeitet haben, auch das jüdische Gotteshaus erbaut haben. So, da sieht man auch wieder die engen Verbindungen. In Worms war es so, dass es viele jüdische Gelehrte gab, große Gelehrte, die also einen richtig internationalen Ruf, kann man sagen, hatten. War das hier in Speyer auch so? Ja, Worms, Mainz und Speyer, das sind die sogenannten Schumstädte, die gehören so ein bisschen zusammen. Das sind die Städte am Rhein, die vor allem vom 11. bis zum 13. Jahrhundert so die Blüte der jüdischen Kultur und auch Gelehrsamkeit waren. Das war auch in Speyer so, dass Leute von der ganzen Welt hierher kamen und bei den Weisen von Speyer nannte man die wirklich zu hören und zu lernen. Und war das dann auch bei der Synagoge angesiedelt? Also in Worms ist das so, dass es da so eine Art, nochmal so ein Extra-Häuschen gab, also so ein Extra-Raum quasi, wo die sich getroffen haben zum Studium. Ja, sowas gab es sicher hier auch, so eine Lehrschule, wie man das nennt, in der Nähe, also in dem Gemeindezentrum, aber wo genau, kann ich Ihnen nicht sagen. Und hier sehen wir jetzt wieder hübsche Ornamente an einem Fenster angebracht. Was ist das da für ein Fenster? Das stammt aus der Mikwa, also aus dem Ritualbad, das man dort vor Ort rausgenommen hat, um es zu schützen. Und wir zeigen es eben jetzt hier in der Ausstellung. Diverse Fenster quasi, gehört das auch dazu? Das gehört auch dazu. Die beiden wurden gleichzeitig verwendet, das ist ganz interessant, weil die unterschiedlich aussehen. Ja, wirklich. Bei dem mehr Verzierten sieht man auch wieder, dass christliche Handwerksmeister das hergestellt haben. Zu der Zeit, zur gleichen Zeit, wie die Mikwe gebaut wurde, wurde auch gerade der Dom umgebaut. Sind das dann die gleichen Ornamente quasi? Genau, ganz genau. Ah. Also man kann da direkte Verbindungen sowohl zum Dom von Speyer als auch zum Mainzer Dom ziehen. So, das war alles. Es war alles eins, ja. Und da drüben sieht man auch ein Modell der Mikwe.
Das zeigt ganz schön, wie man sich das vorstellen kann. Das Modell ist entstanden 1911, da ist gerade das Historische Museum neu eingeweiht worden, der Neubau. Das zeigt auch, wie wichtig. Also ein historisches Modell. Genau. Und damals gehörte das zur Dauerausstellung. Das zeigt auch, wie wichtig dieses Thema Judenhof, Juden für Speyer schon immer war. Wusste man denn, dass es da diese Mikwe gab oder war die auch teilweise mal, keine Ahnung, zugeschüttet oder sonst irgendwas? War die immer, ich meine, da ist ja Wasser drin. Ja, ja. Ich war 1911 noch nicht da, ich weiß nicht, aber man war sich dessen auf jeden Fall bewusst. Es wurde auch wie die Synagoge benutzt als Lager durch die Stadt. Aber es ist auch bevor das Areal schon zugänglich gemacht wurde, konnte man das wohl besichtigen. Mhm. Es ist auch deswegen ganz gut erhalten. Ich finde es spannend. Also ich denke, wir sollten es uns mal anschauen. Mhm. Es ist dann natürlich, wenn man es begehen kann, noch mal spannender, interessanter, als wenn man jetzt nur, Anführungszeichen natürlich, solche Fundstücke sieht. Aber sie kommt mir jetzt hier recht groß vor, die Mikwe. Breit, mit breiten Treppen. Ist das tatsächlich auch so? Wenn man das darunter geht, hat man schon das Gefühl, das ist großzügig angelegt, das ist nicht beengt. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Mhm. Jetzt sehen wir hier nochmal die Außenmauer der Synagoge und in direkter Nähe ist die Mikwe, da drüben nämlich. Und das war auch wichtig. Dass das so direkt angesiedelt. Also wie gesagt, das war alles in diesem Zentrum, war alles nah beieinander, nicht weit davon entfernt. Und das Wichtigste für eine jüdische Gemeinde im Mittelalter war die Synagoge, der Friedhof und eben auch das Ritualbad. Also eine halbe Minute zu laufen von der Synagoge aus und ich würde sagen, wir gehen mal runter, oder? Man muss ja doch einige Stufen in die Tiefe steigen, damit wir auch zum Grundwasser kommen. Oh, passen Sie auf bei den Stufen, ja, ich die grad. Sind ganz uneinheitlich, verschieden uneben. Breit und lang und groß. Man soll mit Bedacht hinunterschreiten, nicht einfach rennen. Es ist auf jeden Fall keine Showtreppe, weil die Stufen, die sind sehr uneben. Man muss wirklich aufpassen, wo man hintritt, Frau Hofmann. Ja, dafür waren die auch gedacht, dass man eben mit Bedacht ins Ritualbad schreitet. Und nicht einfach kopflos hier runterstürzt. Genau, also immer schön aufpassen, damit es hier nicht zu unschönen Unfällen kommt. Jetzt sind wir wo? Das ist der Vorraum zu der Mikwe, dem Ritualbad. Und wer ist eigentlich hierher gekommen? Also ich glaube, die Frauen kamen hierher. Aber nicht nur, auch die Männer. Also es hatte keine. Ach so, für Männer wie für Frauen. Mhm. Bei Frauen weiß man es genau. Eher. Nach der Geburt beispielsweise, glaube ich, mussten genau. Eher baden. Vor der Hochzeit, auch nach der Menstruation. Es heißt allgemein nach Zeiten der Unreinheit. Was genau man jetzt dazu zählt, das wissen die Rabbinen besser, als wir das jetzt wissen. Und es war vielleicht auch unterschiedlich, wie fromm jemand war. Also unrein war man zum Beispiel auch nach bestimmten Hautkrankheiten. Wenn man sich davon wieder erholt hat, also wenn man nicht mehr ansteckend war, hat man sich hier im Ritualbad rituell gereinigt, wieder reingewaschen. Hat man da auch richtig gewaschen mit Seife? Nein, nein, nein. Es gab, muss es auch in der Nähe gegeben haben, einen eigenen Waschraum oder ein eigenes Warmwasserbad. Man musste sich vorher äußerst sauber waschen. Man durfte nur körperlich rein in die Mikwe, um sich hier auch seelisch zu reinigen. Aha, und das Wasser war kalt. Grundwasser. Oder genau. Wurde das irgendwie ein bisschen beheizt? Überhaupt nicht. Warum nicht? Naja, die religiöse Reinheit fordert halt. Der Vorteil ist, die Temperatur fordert ist Abhärtung. Immer gleich. Genau. Also im Sommer wie im Winter soll die Temperatur, ich habe es noch nicht ausprobiert, mir wurde gesagt, so 8, 9 Grad hat das Wasser immer. Genau. Da muss man echt vorher in der Sauna gewesen sein, um das auszuhalten. Hier ist noch ein kleiner Raum. Wahrscheinlich ein Umkleideraum. Also die Leute kamen einzeln hier runter, man ging nicht zusammen in das Bad, sondern immer schön einzeln. Dann konnte man sich hier umziehen. Ist auch ein Sitz, ja? Ja, man musste völlig unbekleidet in das Bad und dreimal komplett untertauchen, damit das Wasser wirklich überall hinkam. Es gab keine Gnade. Dreimal untertauchen. War da jemand, der aufgepasst hat, dass es auch dreimal war? Es musste jemand dabei sein, der das beobachtet hat, die Zeremonie einfach bestätigen konnte. Mhm. Mhm. Wurden da auch Gebete gesprochen oder einfach nur rein, dreimal untertauchen, wieder schnell raus? Es gab so bestimmte Sprüche oder Gebete, die man dann gesprochen hat, ja, damit das auch alles eine Richtigkeit hat. Wir sind noch nicht ganz unten. Hier, von hier aus kann man aber einen Blick werfen auf das Bad. Und Frau Hofmann,
da liegen ganz viele Münzen drin. Ja, die gehören da überhaupt nicht rein. Es ist leider so, dass einige Besucher denken, sie wären in Rom im Trevi-Brunnen und werfen ihre Münze, damit das Glück reinbringt. Ach so, also aber es ist zum jetzt religiösen nicht Zweck ist es eher im Gegenteil, nicht so angenehm. Gibt es denn heute noch Leute, die die Mikwe aufsuchen? Gibt es tatsächlich, wenn besonders fromme Juden hierher kommen und an dieser Stätte der besonderen Geschichte einfach auch Teil davon sein wollen, habe ich schon gehört, wird hier alles abgesperrt, also gibt es einen eigenen Termin und dann können die hier nach wie vor, ist es ein rituelles Bad, das können die hier auch benutzen. Führen die Stufen da runter und das Wasser ist auch sauber? Also wenn Sie gucken, das sieht man, kann ja, das ist auch klar, auf jeden das Fall. Ist Grundwasser. Mhm. Und ich finde, das sieht sehr, sehr sauber aus. Sehr sauber und sehr kalt. Also allein schon, wenn man hier auf diesem Stein sitzt, das ist doch fröstelig. Aber gut, jetzt sind wir ja auch in der Winterzeit. Und vielleicht war es ja auch damals so, dass man vielleicht in solchen kleinen Räumen dann auch ein bisschen es sich bequemer gemacht hat, eventuell. Ich weiß das nicht. Das denke ich auch, dass auch der ganze Raum so karg und kahl, wie er sich heute darstellt, wahrscheinlich früher nicht war. Es war auch schon, wie Sie schon sagten, die haben es sich bequem und gemütlich gemacht. Wollen wir noch mal bis ganz unten gehen? Mhm, gerne. Okay. Schauen wir mal. Jetzt werden die Stufen auch enger. Ich gehe mal voran, Frau Hofmann. Ist nochmal so ein Durchbruch. Hat das was zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt schon mal einige gefragt. Ich weiß es nicht. Das Wasser steht gerade ziemlich hoch, das Grundwasser. Ah, okay. Das ist unterschiedlich dann. Je nachdem, wie der Wasserpegel ist. Ne? Das gleicht sich immer natürlich aus. Das ist ganz wichtig. Es muss lebendiges Wasser sein bei den Juden in so einem Ritualbad. Das kann nicht jedes Wasser sein. Und Grundwasser tauscht sich ja auch so ein bisschen aus. Also wird nicht abgelassen, sondern erneuert sich von selbst. Von allein, genau. Mhm. Verstehe. Ich hatte jetzt erwartet, ich habe es zwar von oben schon gesehen, aber es war mir nicht klar, dass es so weit hier ranreicht. Ich dachte, da ist vielleicht noch so eine kleine Plattform oder sowas. Nee, man steht dann direkt im Wasser. Tja, und dann ist man drin, tauchen und wieder raus. Dreimal aber erst und dann wieder raus. Aber Sie haben es noch nicht probiert, nee, oder? Nee. Würden Sie es probieren? Nee. Es ist auch ein bisschen, ich weiß nicht. Nein, es ist ein religiöses Bad, also so ja. Zum Spaß würde ich es nicht machen. Da muss schon was dahinter stehen. Es ist wie eine Taufe, das macht man auch nicht so zum Spaß. Nee, das stimmt. Aber die Taufe muss man nur einmal durchleben, während dieses Bad hat man ja dann öfter genießen dürfen, sozusagen. Genau. Möchte ich mal sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Mhm. Frau Hofmann, jetzt haben Sie ja das Museum letztes Jahr eröffnet im November. Genau. Wie war denn so die Resonanz eigentlich? Die war sehr, sehr gut. Also die Speyerer, die das Areal kennen, die schauen sich natürlich das Museum an. Was denen besonders gut gefällt, ist der Fußboden, weil man da eben die Beziehungen ganz gut untereinander sehen kann. Wir hoffen, dass im Sommer ist allgemein der Zuspruch noch größer. Da wird es hier richtig voll. Die ganzen Stadtführungen gehen immer hier drüber. Also da rechnen wir mit sehr vielen Besuchern. Gibt es denn weitere Projekte, dass man das noch mehr ausbauen möchte? Man ist eigentlich so, dass in den vergangenen 20 Jahren ist das Schritt für Schritt immer mehr erschlossen worden. Es wird ja vom Verkehrsverein betreut, ehrenamtlich. Und seit einigen Jahren ist es überhaupt zugänglich. Jetzt haben wir die Ausstellung dazu. Es gibt Pläne, dass man auch zu der jüdischen Gemeinde in der Neuzeit noch eine Ausstellung macht. Da gibt es noch einige Objekte dazu. Das wäre auf jeden Fall, denke ich, interessant. Mhm. Das ist ja eine Frage, die man sich automatisch stellt. Wie sieht es denn heute aus, beziehungsweise wie war es in der Neuzeit? Genau. Ist ja nicht nur heute, sondern dann auch die Geschichte davor. Also würde ich persönlich auch spannend finden. Schön. Also gibt es Pläne für, wie konkret, wann die umgesetzt werden? Das müssen wir noch mal schauen. Und ansonsten haben Sie natürlich hier auch noch Ihre schönen Objekte zu pflegen. Machen Sie natürlich auch sehr gut. Vielen Dank, dass Sie mich hier rund geführt haben, an der Hand genommen haben, erklärt haben. War ganz toll, interessant und spannend. Und ich kann Ihnen nur ans Herz legen, besuchen Sie mal das Jüdische Museum in Speyer. Es ist klein, aber fein. Und nehmen Sie sich auch Zeit, mal die Mikwe anzuschauen und die Ruinen der Synagoge. Es ist wirklich spannend, man kann es sich erlaufen. Und am Schluss möchte ich Ihnen empfehlen, diesen Blick hier, den müssen Sie auf jeden Fall auch noch genießen. Ich finde ihn ganz toll.